Das ist wirklich ziemlich spektakulär. Zum ersten Mal ist die Supraleitung bei Raumtemperatur gelungen. Das Ganze ist so etwas wie der heilige Gral der Festkörperphysik. Strom ohne Widerstand bei Raumtemperatur leiten. Bislang schien das unmöglich und das trotz intensiver Forschung. Doch einem US-Forschungsteam ist jetzt der Durchbruch gelungen. Die Fachleute präsentieren ein Material, das elektrischen Strom verlustfrei leitet und das, Achtung, bei Raumtemperatur. Dennoch gibt es einen Haken. Klickst du in Science and Future, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist eine echte Premiere, denn es scheint so, als hätten US-Fachleute nun ein jahrelanges Ziel der Physik erreicht. Zum ersten Mal überhaupt ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nämlich gelungen, ein Material zu entwickeln, das Strom ohne Widerstand leitet und das bei Raumtemperatur. Darüber berichtet sogar das renommierte Fachmagazin Nature als Titelgeschichte. Und dieser Durchbruch ist wirklich spektakulär, denn es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, Supraleiter haben das Potenzial, die Welt, wie wir sie kennen, zu revolutionieren. Denn die Supraleitfähigkeit verhilft Materialien zu zwei entscheidenden Eigenschaften. Zum einen geht der elektrische Widerstand verloren und Elektronen können in diesem Zustand ohne Verluste geleitet werden. Zum anderen stoßen diese Materialien Magnetfelder ab. Magnetfeldlinien werden also um das Material herumgelenkt und das heißt im Klartext, dass Supraleiter deswegen auf einem Magnetfeld schweben. Möglich würden damit also viel einfacher nicht nur Magnetschwebebahnen. Mithilfe von Supraleitermaterialien, die bei Raumtemperatur funktionieren, könnten beispielsweise auch äußerst effiziente Quantencomputer und das in großer Menge und viel leichter produziert werden, denn supraleitende Materialien sind wichtig für die Konstruktion der Quantenbits, der Qubits. Aber auch andere elektrische Geräte, die sehr leistungsfähig sind, könnten mit Hilfe dieser Technik optimiert werden, denn das Problem einer Drohnenüberhitzung könnte durch den Einsatz supraleitender Materialien ausgeschlossen werden. Denn Stromleitungen ohne Widerstand werden nicht warm. Die Verluste in Stromleitungen könnten quasi Richtung Null gehen. Und hier gibt es ja tatsächlich noch eine Menge Einsparpotenzial. In Deutschland gehen jedes Jahr 4% des Stroms so verloren. Das sind 24 Terawattstunden. Das sind 24 Milliarden Kilowattstunden. Eine riesige Menge. Uns Verbraucher würde das mehr als 7 Milliarden Euro kosten, wenn wir das zum Verkaufspreis bezahlen müssten. Und schon heute werden Supraleiter eingesetzt, beispielsweise in der Magnetresonanztomographie oder in Teilchenbeschleunigern. Doch bislang müssen sie enorm aufwendig gekühlt werden, denn ihren elektrischen Widerstand verlieren sie erst bei sehr kalten Temperaturen. Ziemlich nahe, nicht mehr so nahe, aber immer noch nahe dem absoluten Nullpunkt von minus 273,15 Grad Celsius. Dazu der US-Physiker Ranga Dias. Ein Supraleiter zu entdecken, der bei Raumtemperatur funktioniert, ist so etwas wie der heilige Gral der Festkörperphysik. Es ist ein Problem, das über 100 Jahre alt ist. Manchmal haben wir schon gedacht, oh, das ist ja gar nicht möglich. In diesem Sinne ist es eine fundamentale Entdeckung. Das bestätigt auch sein Physikerkollege Chris Picard, der die neue Entdeckung aus den USA auf der Nachrichtenseite des Fachmagazins Science als Zitat Meilenstein beschreibt. Und so konnten auch die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Augen kaum trauen, als sie die Messkurve das erste Mal genauer in Augenschein nahmen. Denn der elektrische Widerstand ihrer Probe war plötzlich auf Null gesunken. Und genau das ist das typische Charakteristikum eines Supraleiters. Doch anders als bei den bisherigen wissenschaftlichen Experimenten in diesem Bereich, fand das Experiment von Ranga Dias und seinem Team praktisch bei Raumtemperatur statt. Hier waren also keineswegs extreme Temperaturen von mindestens minus 200 Grad Celsius notwendig, damit der Supraleiter funktionierte. Die Temperatur bei diesem Experiment lag stattdessen bei stolzen plus 15 Grad Celsius, also so wie wir es ungefähr im Moment draußen haben. Und genau das schien bislang unerreichbar. Die Entdeckung ist also ein großer Fortschritt. Das zeigt auch die Geschichte der langen Suche nach einem Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert. Ein Rätsel, das vor allem die Physikerinnen und Physiker im Bereich der Festkörper schon seit fast 100 Jahren beschäftigt. Denn bereits 1911 hatte ein holländischer Wissenschaftler entdeckt, dass Quecksilber seinen Widerstand verlor, als es mit Hilfe von flüssigem Helium bis auf minus 269 Grad heruntergekühlt wurde. Es dauerte rund 50 Jahre, bis die Fachwelt diese Beobachtung erklären konnte. Demnach liegt der verlustfreie Stromfluss an der Paarung von Elektronen. Diese überwinden am absoluten Temperaturnullpunkt bei minus 273,15 Grad Celsius ihre gegenseitige elektrostatische Abstoßung. Somit wandern sie dann paarweise und reibungsfrei durch das Kristallgitter. Später konnte die Supraleitung dann auch bei anderen Materialien aufgestoßen
aufgespürt werden. Die nächste große Entdeckung erfolgte dann vor 34 Jahren, 1986, durch Forschungsteams von IBM. Die Fachleute hatten erstmals einen nicht metallisch-keramischen Supraleiter aufgespürt. Seine Sprungtemperatur liegt bei minus 238 Grad. Die Jagd nach immer wärmeren Supraleitern ging somit in die heiße Phase. Vor 19 Jahren, 2001, hatten Fachleute dann Magnesiumdiborit genauer ins Visier genommen. Seitdem weiß man, dass sich diese einfache Verbindung wie ein klassischer Supraleiter verhält. Konkret bedeutet das, dass Magnesiumdiborit bereits bei minus 234 Grad vom normalleitenden in den supraleitenden Zustand wechselt. Klar ist dennoch auch, der genaue Mechanismus, der hinter der Hochtemperatur-Superleitung steckt, ist bisher noch weitgehend unklar. Hohe Sprungtemperaturen aber sind doch möglich, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Chemie aus Mainz vor 6 Jahren erstmals bewiesen hatten. Sie hatten eine Schwefel-Wasserstoff-Verbindung bei minus 70 Grad zum Supraleiter gemacht. Das Geheimnis dahinter, ein extrem hoher Druck. Notwendig war hier ein Druck von 2,5 Megabar. Die Fachleute gehen davon aus, dass dieser hohe Druck die wasserstoffreichen Verbindungen in einen metallischen Zustand bringen. Im vergangenen Jahr gab es dann eine weitere Erfolgsmeldung vom Team des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz. Die Fachleute um den Wissenschaftler Michael Eremetz hatten den Rekord für die Hochtemperatur-Supraleitung bei minus 70 Grad Celsius geknackt. Dafür hatten sie Lathanhydrid synthetisiert, das unter sehr hohem Druck sogar schon bei minus 23 Grad Celsius seinen elektrischen Widerstand verliert. Darüber haben wir damals ausführlich berichtet. Die Proben wurden in einer nur einigen hundert Kubikmeter kleinen Kammer einem Druck von 1,7 Megabar ausgesetzt. Das entspricht dem 1,7 Millionenfachen Atmosphärendruck hier auf der Erde. Dann kühlten die Fachleute die Probe ab und tatsächlich bei einer Temperatur von minus 23 Grad Celsius sank der elektrische Widerstand des Materials auf Null. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass es sich tatsächlich um Supraleitung handelt, wurden zudem auch Messungen in einem äußeren Magnetfeld durchgeführt, denn diese stören die Supraleitung. Der Übergang verschiebt sich durch den Einfluss eines Magnetfeldes zu niedrigeren Temperaturen und genau das war in diesem Experiment der Fall. Der Mainzer Forscher Michael Eremetz bezeichnet die neue Entdeckung aus den USA übrigens als großen Fortschritt. Die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen hatten das in Mainz entwickelte Material tatsächlich auf gut Glück durch Kohlenstoff ergänzt. Enthalten sind außerdem auch Wasserstoff und Schwefel. Diese Stoffkombination platzierte das US-Forschungsteam dann zwischen zwei feine Spitzen aus Diamant. Zudem wurde grünes Laserlicht eingesetzt, um die Reaktion anzuregen. In die Hochdruckkammer ließen die Fachleute dann Wasserstoffgas einströmen. So kam es zu einer chemischen Reaktion, bei der sich Schwefel, Wasserstoff und Methan bildeten. Über die Diamantspitzen konnten die Forscherinnen und Forscher den Druck auf die Probe immer weiter erhöhen, da die Diamanten selbst wie Ambosse wirken. In einem ersten Schritt bildete sich zunächst ein flüssiges Gemisch, das nach und nach fester wurde. Oberhalb von 40.000 Bar formte sich dann ein Kristall, doch die Fachleute machten weiter und pressten die Diamanten immer weiter zusammen. Zudem fuhren sie die Temperatur immer weiter runter. Die Überraschung war groß, denn der Gefrierpunkt musste in diesem Experiment nicht einmal unterschritten werden. Bereits bei einer Temperatur von plus 15 Grad Celsius wurde die Probe supraleitend. Der Druck hierbei 2,7 Millionen Bar, ein irrsinniger Wert, der in der Praxis so nicht erreicht werden kann. Weitere Experimente bestätigten dann, dass es sich tatsächlich um den supraleitenden Phasenzustand handelt. Zum einen konnte dies auch hier wieder mit Hilfe eines von außen angelegten Magnetfeldes demonstriert werden. Zum anderen fiel der elektrische Widerstand von jetzt auf gleich auf den Wert Null. Auch das ist ein typisches Merkmal eines Supraleiters. Nach Ansicht der Wissenschaftler und Wissenschaftler ist dieser Weltrekord wohl vor allem auf die kristalline Struktur des Methan-Schwefel-Wasserstoff-Gemisches zurückzuführen. Methan und Schwefel-Wasserstoff könnten möglicherweise immer abwechselnd feste Gitterplätze im Kristall besetzen. In den Zwischenräumen dagegen sind möglicherweise Wasserstoffatome eingelagert. Spektroskopische Analysen lassen darauf schließen, dennoch sind auch andere Kristallstrukturen denkbar, wie man sich den Kristallaufbau genauer vorstellen kann, wollen die Physikerinnen und Physiker jetzt in der kommenden Zeit untersuchen. Eine enorm wichtige Forschungsfrage, denn Erkenntnisse in diesem Bereich könnten uns bei der Suche nach Raumtemperatur-Supraleitern, die sogar bei geringem Druck ihren Widerstand verlieren, nach vorne bringen. Mit diesen neuen Erkenntnissen aus den USA ist der heilige Gral der Festkörperphysik also noch nicht ganz gefunden, denn das wäre ein supraleitendes Material, das nicht nur bei Raumtemperatur funktioniert, sondern auch unter geringerem Druck. Dennoch
Auch diese Entdeckung der ersten Superleitung bei Raumtemperatur ist ein entscheidender Meilenstein. Das sagt auch das US-Forschungsteam selbst. Wegen der Notwendigkeit einer Kühlung konnten Superleitermaterialien die Welt bisher nicht in dem Maße transformieren, wie es sich viele vorgestellt haben. Aber unsere Entdeckung reißt nun diese Barrieren ein und öffnet die Tür zu vielen neuen potenziellen Anwendungen. Dennoch gibt es noch viel zu tun, um auch praktische Anwendungen zu ermöglichen. Dafür muss vor allem der Druck, der benötigt wird, deutlich verringert werden. Das US-Forschungsteam ist optimistisch, dass dies gelingen kann. Dazu schreibt das Forschungsteam in seiner aktuellen Studie, ein chemisches Tuning unseres Dreiersystems könnte die Eigenschaften der Raumtemperatur-Supraleitung bei geringerem Druck erhalten. Und in diesem Video hier, Hochtemperaturrekord, Supraleitung bei Raumtemperatur, da geht es um den letzten Rekord von 2019. Auch der war schon bahnbrechend. Also anklicken, anschauen und abonnieren, und zwar diesen Kanal, Pixel & Science in Future. Bis dann, bleibt dran.